Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns heute zu einer neuen Runde im Mitmachmontag. Ja, es ist der erste Montag im Juni, es ist der 1. Juni heute und da ist ja die Mai-Runde dann natürlich fertig und dann gibt es heute das Video. Das Thema im Mai waren Blumen. Der Gewinn, den ich im Mai ausgerufen habe, ist so eine Packung Grußkärtchen und Umschläge in Vanille pur. Und wer das Glückslos gewonnen hat, das lose ich jetzt einmal aus. Und das ist die Karte mit der Nummer 25. Oh, das dauert wieder eine ganze Weile. Es hat insgesamt 33 Einsendungen gegeben. Und dann fangen wir auch direkt an. Wie immer waren ganz, ganz tolle Sachen mit dabei. Die erste Karte kommt von der Wilma. Und die hat schon eine ganz tolle Umverpackung sozusagen. Freunde sind die Blumen im Garten des Lebens. Und da ist so eine Zellophanhülle drum mit Blümchen drauf. Und wenn man das dann aufmacht, dann ist das so eine Effektkarte, ja, die man so auseinanderziehen kann. Und dann geht das in der Mitte, die mittlere Reihe geht in der Mitte nach hinten sozusagen, oben und unten geht nach vorne, also so eine Double Z-Fold Card in einem relativ großen Format und eben, wenn man es zusammenklappt, sehr schmal. Also die finde ich sehr, sehr schön, sehr bunt mit frühlingshaften Farben. Da hat man also wirklich jede Menge zu gucken. Vielen Dank, Wilma, für die Idee. Dann geht es weiter. Die zweite Einsendung kommt von der Katharina. Und die Katharina hat sich auch eine ganz tolle Karte ausgedacht. Das finde ich ist eine ganz schöne Kombination, dieses Schwarz und Weiß mit den Blumen, die dann hier diesen Farbklecks geben. Ein Flügel ist das mit Noten im Hintergrund. Herzlichen Glückwunsch. Und der besondere Clou ist dann noch ein Päckchen Blumensamen, die in der Karte drin sind. Vielen Dank, also wirklich eine ganz tolle Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 3 von der Edith. Und die Edith hat auch eine sehr schöne Kartenform gemacht, die mag ich auch sehr gerne. Und zwar ist das ja eine Karte, die hier einen Ausschnitt hat, beziehungsweise ich kann jetzt gar nicht erkennen, hier sind Zierstreifen aufgeklebt, ob das unterschiedliche Lagen Farbkarton sind oder ob das beim Stempeln abgedeckt wurde, sodass das dann eben nur in diesem mittleren Bereich bestempelt wurde. Wie auch immer, hat das auf jeden Fall immer einen sehr schönen Effekt, dieser Strahl, der dann über die Karte größer wird. Zwei Blumen in kräftigeren Farben sind dann noch ausgeschnitten und mit aufgeklebt, einige Zweige. Sehr schön. Und dieser Spruch, alles Liebe und Gute, macht das Ganze natürlich universell nutzbar, kann man zu jeder Gelegenheit verschenken. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Edith, für deine Einsendung. Dann geht es weiter mit der Einsendung Nummer 4. Die kommt von der Martina. Und die Martina hat eine Karte in der Spotlight-Technik gemacht. Die mag ich auch sehr gerne. Der überwiegende Teil der Karte ist relativ neutral. Das ist ja an den Rändern so ein bisschen eingefärbt. Und dann gibt es eben diesen einen zentralen Bereich, der koloriert ist und der dann eben sehr ins Auge springt. Das Ganze noch betont mit der Schleife, die da drunter ist. Das finde ich auch immer, diese kleinen Etiketten finde ich super toll. Ich bin da in der Regel zu faul für, weil die so fummelig sind. Aber der Effekt ist natürlich einfach großartig und die Schleife passt ganz super. Ist also wirklich auch eine ganz toll gebundene Schleife, muss man an der Stelle auch mal betonen. Also, vielen Dank, Martina, für deine Idee. Dann die Karte Nummer 5 kommt von der Dagmar. Ein lieber Blumengruß. Ich glaube, da ist noch ein Zettel drin. Moment. Den mache ich einmal raus. So, die Dagmar hat eine Karte gemacht. Die Karte von der Dagmar ist in Metalltönen gehalten. Ich glaube, das ist ein Kupferton und geprägt mit verschiedenen oder mit so einem Blütenprägefolder.
und dann noch mit einer Farbe eingestrichen, dass das jetzt an manchen Stellen ein bisschen glänzt, an den anderen nicht. Das sieht also sehr, sehr antik aus. Ein lieber Blumengruß, habe ich eben schon gesagt. Naja, kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, eine sehr, sehr schöne und sehr besondere Karte. Vielen Dank, Dagmar, für deine Idee. Dann geht es weiter mit der Karte Nummer 6. Die kommt von der Jessica. Schön, dass du da bist. Ich gucke auch hier nochmal kurz rein, dass ich da kein Zettel rausfällt. Und ja, die Jessica hat im Wesentlichen Designerpapier benutzt. Das finde ich auch ein ganz tolles Papier. Das ist, ich glaube, aus dem Katalog von vor 2 Jahren ungefähr oder eben dann letztes Jahr. Jetzt kommt ja die Tage der neue Katalog und das war auf jeden Fall ein super tolles Papier. Hat mir sehr gut gefallen. Ist immer schön, wenn man das dann nochmal sieht mit den passenden Akzenten noch drauf. Die passen zu dem Himbeerrot, was im Papier drin ist. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Karte mit den Schmetterlingen, die noch auf den Blumen landen. Ganz toll. Vielen Dank, Jessica, für deine Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 7 von der Gabi, die muss ich mal gerade aus ihrer Hülle holen. So. Die gefällt mir auch richtig gut. Die Gabi hat eine Karte mit Sichtfenster gemacht, denn das ist eine Klappkarte, die nochmal auf eine Unterlegscheibe, sozusagen eine Mattung, aufgeklebt wurde. Und wenn man sie aufklebt, dann sind die Blumen eben innen aufgestempelt, die man vorher durch das Fenster gesehen hat. Das ist natürlich ein wirklich ganz, ganz toller Effekt. Und solche Karten eignen sich auch immer besonders gut für Leute, die nicht gerne Karten von innen beschreiben, weil man einfach durch den Stempel schon den ganzen Teil des Platzes verbraucht hat. Dann kann man nicht mehr so viel reinschreiben. Ich weiß, dass das vielen so geht, dass sie so das Gefühl haben, der Platz ist so groß in der Karte. Und dann ist es immer eine ganz tolle Alternative. Herzlichen Glückwunsch. Toll auch noch hier mit dem Band, was da noch umgeklebt wurde. Und das sieht mir aus, als wäre das das Fenster, was hier oben ausgestanzt wurde. Das ist also eine tolle Weiterverwendung des Stanzteils und passt natürlich einfach eben auch dann gut zur Karte. Also vielen Dank, Gabi, für deine Idee. Dann geht es weiter mit der Karte Nummer 8. Die kommt von der Katja. Und die Katja hat eine Karte mit den Mohnblüten gemacht. Die finde ich auch sehr schön. Also die Mohnblüten selber mag ich sehr gerne. Und die Umsetzung finde ich toll, weil die nämlich mal eben nicht in dem typischen Mohnblütenrot sind. Und ich finde, dann sieht man auch an der Karte wirklich schön, dass man die Mohnblüten auch toll in anderen Farben benutzen kann. Also das ist hier in einem Vanilleton oder ich weiß nicht, ob das Saharasand oder eben Vanillepapier ist ausgestanzt. Das Innere in Braun und dann eben passt das Grün natürlich super dazu. Ja, und macht das Ganze dann mit dem Pergamentpapier unterlegt auch einfach sehr edel im Gesamteindruck. Vielen Dank, Katja, für deine Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 9 von der Claudia. Und die Claudia hat vorne auf die Karte Blumen aufgeklebt. Hier ist noch ein Teil Designerpapier in den Hintergrund geklebt. Das gibt noch so einen ganz interessanten Aspekt mit der abgeschnittenen Ecke zum Geburtstag. Da ist ein Fähnchen dran, die beiden Blüten und ein Schmetterling landet noch darauf. Und wenn man die Karte aufmacht, dann hat man hier noch einige Vögel, die sagen Kuckuck. Sehr schön, sehr fröhlich. Vielen Dank, Claudia, für deine Idee. Dann kommen wir zu den Karten von der Steffi. So, die Steffi hat mehrere Karten beigelegt. Fangen wir mit der an. Ja, das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Gestaltungsidee. Und zwar ist hier das Herz ausgestanzt aus weißem Papier und hinterlegt ist das Ganze mit einem gemusterten Papier in Grün- und Blautönen. Das sieht man auch an den Rändern und hier ist es auch die Mattung und dann scheint es eben durch die Ausstanzungen durch und ja, der Effekt ist natürlich richtig schön. Noch ein paar passende Steinchen und der Schmetterling dazu und dann ist so eine
ja wirklich sehr liebevolle und liebe Karte mit diesem schönen Herz vorne drauf auch fertig. Das war die eine. Dann die zweite mit besten Wünschen. Hier sind verschiedene Blumen gestempelt mit den Zweigen. Sehr schön. Die ist, finde ich, ja, passt auch super in den Frühling, so ein bisschen pastellig. Und dann eine dritte, liebe Wünsche. Die gefällt mir auch sehr gut, natürlich, weil es von den Rändern eben so zuwächst, so ein bisschen dschungelartig wirkt. Und dann hat man eben, wie in so einer Lichtung oder so einem Lichtfleck im Wald, hat man das ja manchmal, diese Wünsche da in der Mitte. Das finde ich also auch sehr, sehr schön gestaltet. Und ich habe sowas öfter schon mal probiert, da hat mir das oft nicht gefallen. Und ich finde, hier ist das wirklich sehr, sehr schön mit dem Gestempelten. Einen tollen Gesamteindruck hat man da. Und die letzte Karte, die ist dann in einer, ja, Double-Layer-Technik, würde ich es nennen. Und zwar ist es gestempelt auf dem weißen Papier und dann ist das Innere ausgeschnitten und eben nochmal gemattet und voreinander geklebt. Und so hat man die Blüten, die Übergänge eben passgenau, aber mit dieser grünen Mattung, die da nochmal zwischen ist. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Die Technik finde ich sehr, sehr schön und passt eben auch mit so den größeren Blütenmotiven sehr gut zusammen. Vielen Dank, Steffi, für deine Ideen. Da hast du ja wirklich viele Ideen mitgeschickt. Dankeschön dafür. Dann geht es weiter mit der Einsendung von Angelika. Die Angelika hat auch unterschiedliche Sachen, zwei Karten mitgeschickt. So, jetzt gucke ich hier mal rein. Fangen wir mit der Karte an. Und ja, hat eine ähnliche Technik oder vergleichbare Technik benutzt, wie wir die gerade schon hatten. Das heißt, hier aus der oberen Lage sind die Blumen ausgestanzt. Hinterlegt ist das dann mit Designerpapier, sodass das dann durch die Aussparungen hervorstanzt. Dann ist ja auch noch eine von den Mohnblüten auch in Pergament davor geklebt. Und freue mich für dich, steht dann davor. Sehr schön. Der Aufleger ist ein bisschen schräg geklebt und das sieht man eben auch gut dadurch, weil er nochmal in rosa abgesetzt ist, hat man da also nochmal so einen asymmetrischen Hingucker. Sehr, sehr schön. Und das zweite, was die Angelika mitgeschickt hat, das ist ein Windlicht. Ja, das ist natürlich auch immer eine ganz tolle Bastelei oder Möglichkeit, gerade mit Blumenmotiven ein bisschen zu spielen. Und das Teelicht ist in Pfauengrün und da sind auch die gleichen Blumen ausgestanzt wie auf der Karte und dann mit Pergament hinterlegt. Ja, und das hat natürlich immer wirklich einen ganz tollen Effekt. Vielen Dank, Angelika, für deine Ideen. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 12 von der Christine. Und die Christine hat eine Kartenform gemacht, die man im Moment häufiger sieht und die ich auch richtig toll finde, die also auch auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste steht, nämlich Scrappy Scribe Technik oder Technik heißt die. Und ja, da werden die Streifen immer schräg geschnitten, aneinander geklebt und das Ganze gibt dann eben eine ganz, ja, ganz unterschiedliche Anordnung des Designerpapiers und sieht einfach sehr, sehr spannend aus. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch ganz toll umgesetzt. Vielen Dank für die Idee, Christine. Dann kommen wir zur Karte Nummer 13 von der Steffi. Und die Steffi hat auch eine Kartenform gemacht, die wir eben schon einmal hatten. Hier sind die Motive auch durchgehend gestempelt worden und dann eben nochmal gemattet, zweimal gemattet. Ja, und den Effekt finde ich immer richtig toll. Das habe ich auch schon gemacht und das finde ich immer eine ganz, ganz, ganz schöne Karte, die dann dahinter rauskommt und mit der großen Gänse, mit dem großen Gänseblümchen oder Margarite, was es sein soll. Einfach auch eine ganz tolle Karte. Vielen Dank, Steffi, für deine Einsendung. Kommen wir zur Karte Nummer 14 von der Maria Therese oder Therese. Weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Und sie hat auch drei Karten mitgeschickt. Fangen wir mit der an, mit den allerbesten Wünschen. Das ist eine sehr zurückgenommene Karte und die mag ich ja auch immer sehr gerne. Wahrscheinlich, weil mir das selber so gar nicht liegt, finde ich das immer toll. Viel Weiß auf der Karte. Hier ist der Hintergrund so ein bisschen gestempelt mit Pünktchen. Spiralen sind aufgesetzt, auch in Weiß.
Das gibt dem Ganzen natürlich einen sehr edlen Eindruck. Und ein paar von den kleinen Blüten sind da aufgeklebt mit Glitzersteinchen. Dann blinkt das auch ein bisschen. Gemattet ist das in dem passenden Pinkton. Ich glaube, es ist Flamingorot. Sehr schön, eine ganz tolle Karte. Dann, ich lasse sie jetzt mal in ihren Schutzhüllen, die anderen beiden Karten. Guck mal, dass ich sie so halte, dass es nicht spiegelt. Ist hier noch eine, die ein bisschen bunter ist, in Gelb gehalten. Da sind die Blüten ausgemalt, ausgeschnitten und dann nochmal mit Dimensionals aufgesetzt. So hat man da also auch eine schöne Tiefe in der Karte. Die finde ich auch richtig schön. Und die dritte Karte ist dann ein Blumentopf, die finde ich auch ganz, ganz toll. Und zwar der Blumentopf, der ist in dem mit dem Prägefolder Mauerwerk oder mit einem vergleichbaren Prägefolder eben geprägt. Das sieht aus wie so kleine Steine, eben wie eine Ziegelmauer. Und dann sind hier oben die ganzen Blumen, die da drin wachsen. Das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz toller Effekt. Vielen Dank für deine Einsendungen, Maria Therese. Ich sage es jetzt einfach so, ich hoffe, das ist richtig. Naja, ansonsten bist du das bestimmt gewohnt, dass die Menschen über deinen Namen stolpern. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 15 von der Ulrike. Ja, die Ulrike hat sich auf eine große Blüte fokussiert. Da hat man einen großen Hingucker auf der Karte. Schön finde ich ja auch immer diese kleinen Akzente. Diese Bänder an der Seite gefällt mir richtig gut. Ein Tag mit dir und schon blühe ich auf. Ja, sehr schön und sehr floral im Gesamteindruck. Wenn man die Karte aufmacht, kommt hier noch die kleine Ananas. Das mag ich ja auch mal gerne, wenn innen noch so ein kleines Akzent ist. Super, vielen Dank Ulrike für deine Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 16 von der Steffi. Und die Steffi hat den Hintergrund gewischt. Das mag ich ja auch total gerne, die Technik. Sie hat vorher Papier gerissen und hier aufgeklebt, oben und unten, und hat dann dazwischen die Fläche gewischt. Und ich finde, das ist super gut gelungen. Also auf diesem kleinen Stück sind es drei Farben, die toll ineinander verblendet sind. Also du siehst das auch in der Kamera ja. Richtig super, der Eindruck ist einfach ganz, ganz toll mit dem Grün unten und dann eben dem Blau und dem Lila oben. Das Ganze ist dann in Schwarz gestempelt. Zum Geburtstag alles Gute. Ja, das ist wirklich, finde ich, eine ganz tolle Karte. Kann man auch das ganze Jahr benutzen, finde ich, passt sich in jede Jahreszeit gut an. Also gefällt mir richtig gut. Vielen Dank, Steffi, für die Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 17. Die kommt von der Gabriele, und die Gabriele hat die Karte in Blautönen gehalten. Am Rand hat man eine Bordüre und dann auf der linken Seite eben so ein großes Feld wie eine Blumenwiese. Die eine, die steht da sehr im Vordergrund, ein paar Schmetterlinge sind noch unterwegs. Good luck, kann man also auch variabel benutzen die Karte, und wenn man die aufmacht, dann hat man hier nochmal jede Menge Schmetterlinge und Blumen und viel Platz für einen Text. Ja, sehr schön, sehr, eigentlich ungewöhnliche Farben und gerade deswegen so interessant. Vielen Dank, Gabriele, für die Anregung. Dann kommen wir zur Karte Nummer 18 von der Caroline. Und die Caroline hat die Karte in neutralen Farben gehalten. Das mag ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Das ist eine One-Layer-Karte, das heißt, da ist keine weitere Lage drauf. Und die braucht man hier auch gar nicht, denn diese große Sonnenblume, die ist hier also ein absoluter Hingucker. Betont wird das Ganze noch durch das Band, was hinter der Blume herläuft. Das finde ich also auch sehr, sehr schön. Das passt alles sehr gut zusammen, auch die Blüten, die hier drumherum gestempelt sind, in unterschiedlicher Farbintensität. Das gibt dem Ganzen auch nochmal eine besondere Tiefe, alles Liebe. Also das ist wirklich so eine ganz tolle Karte, einfach für mal zwischendurch. Vielen Dank für die Anregung, liebe Caroline. Dann kommen wir zur Karte Nummer 19, die ist von der Sigrid. Und die Sigrid hat ihre Karte auch in Naturtönen gehalten. Und das mag ich auch immer gern,
diese Diagonalen auf der Karte oder so Dreiecksformen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Tasche oder halt wie ein Briefumschlag. Und hier unten ist der Gruß. Also das ist alles eher schlicht gehalten und dadurch ja sehr ruhig und gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Blüte, die eben noch hier die beiden Blätter hat. Also das finde ich sehr schön, sehr stimmig. Die Farbe wird dann nochmal aufgenommen in den Glitzerakzenten. Eine sehr schöne Karte. Vielen Dank, Sigrid. Die Karte Nummer 20 von der Doris. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Karte. Ich muss jetzt nochmal gucken. Die heißt Double Pop-Up Box Bridge Card. Mensch, was ein langer Name. So, also Double, ne, kann man hier schon erkennen. Und dann Pop-Up Box Bridge Card. So, man kann sie so hinstellen und man hat dann eben auf beiden Seiten der Karte, also so sähe sie dann ja aus, wenn man sie von vorne sieht. Ne? Das heißt, man hat praktisch so eine Gatefold-Form, die zu beiden Seiten aufgeht und man hat zusätzlich noch auf beiden Seiten diese, ja, wie so Blumenkästen, die dann aufpoppen. Also da hat man richtig was zu gucken, kann man sich toll auf den Schreibtisch stellen und hat also eine wahre Blütenpracht, die einem da entgegenpoppt. Sehr, sehr toll. Vielen Dank, Doris, für deine Einsendung. Eine sehr, sehr aufwendige Karte und sehr clever gelöst, sodass sie trotz allem in einen regulären Briefumschlag. Ah nee, der war ein bisschen höher. Ich glaube, es muss so ein quadratischer Umschlag sein. Nicht in regulären, aber halt in einen, ja. Weiß ich auch nicht. 15 mal 15 oder so wird das sein. Also, vielen Dank. Dann kommen wir zur Karte Nummer 21 von der Elke. Und die Elke hat sich auch für einen Hingucker in der Mitte entschieden. Das mag ich auch immer sehr gerne. Ich glaube, die Blüte. Also das ist mit einer Schablonentechnik gemacht, dass die Blüte abgedeckt wurde oder die Blume vorher gestempelt und dann der Hintergrund. Denn die Schrift, das ist richtig toll. Oder es ist ein Stempel, der so ist. Denn die geht hier so zwischen den Blättern auch noch her und an dem Stängel. Also es sieht richtig klasse aus. Da hat man überall noch Schrift. Ja, und das ist natürlich wirklich ein toller Hingucker da mit dem Farbklecks in der Mitte in den beiden passenden Farben gemattet. Und der Spruch, diese Karte macht glücklich, ja, ist natürlich auch super. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Elke, für deine Idee. Kommen wir zur Karte Nummer 22 von der Heidi, beziehungsweise zwei Karten hat die Heidi mitgeschickt. So, fangen wir mit der an. Die ist in verschiedenen, ja, Pink-Violett-Tönen gehalten. Das ist Papier, was wir mal, ich glaube, auch vorletztes Jahr im Katalog hatten. Und diesen Zweig, den hatten wir auch, mir fallen jetzt die Namen nicht mehr ein. Ich weiß es nicht, Grüße rund ums Jahr oder wie das Stempelset hieß. Und da konnte man eben so diese Kirschblüten mitmachen. Sehr, sehr schön. Besonders gut gefällt mir hier dieses kleine Zierdeckchen unten. Liebe Grüße. Ja, diese monochromen Karten mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Und die zweite Karte, die die Heidi mitgeschickt hat, die ist ein bisschen ja, farbenfroher, hat unterschiedliche Farben aufgegriffen. Das ist ein Set, was es vor einigen Jahren in der Celebration gab. Ich glaube, vor 4 Jahren war das dabei. Und das finde ich ist auch ganz toll umgesetzt. Die Blumen jeweils in einer Farbe angemalt und dann in der entsprechenden Farbe gemattet. Und dann eben so versetzt aufgeklebt. Das Ganze, ich glaube, so kannst du es erkennen, oder die Grundkarte ist geprägt einfach mit senkrechten Streifen, die dann eben diese Anordnung auch nochmal aufnehmen. Sehr, sehr schön. Ja, blumigen Dank. Ist ja auch eine Karte, die man immer gut gebrauchen kann. Vielen Dank, Heidi, für deine Ideen. Dann kommen wir zur Karte Nummer 23. Wir nähern uns der Gewinnzahl. Die ist von der Andrea und auch die lasse ich in ihrer Schutzhülle. Ja, die Andrea hat also eine ganz opulente Blumenwiese da gestaltet. Hier sind die beiden größeren Büsche im Hintergrund oder einer ist hier noch in der Mitte, die die gleiche Blütenfarbe haben, gelb, rot und orange. Die Blüten sind rechts und links, das ist die gleiche Form. In der Mitte ist nochmal eine andere Form und dann sind überall noch Zweige und Blüten noch dazugefügt. Hier oben sind Schmetterlinge, also da hat man wirklich eine wahnsinnig tolle Blumenvielfalt und ganz viele von den Blüten haben noch kleine Glanzeffekte, kleine Perlen oder
oder so Dots, weiß nicht genau, wie sie heißen jetzt, die man da so auftragen kann, die dann durchtrocknen. Animal Dots heißen sie nicht, irgendwie heißen sie anders. Mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ganz, ganz toll. Also wirklich eine Blumenpracht auf dieser Karte. Vielen Dank, Andrea, für deine Idee. Hier, Nouveau Drops, meinte ich. Mensch. Gut, ist mir ja noch schnell eingefallen. So, die Einsendung Nummer 24. Das ist keine Karte, sondern ein Dekoobjekt von der Daniela. Ja, also es geht prachtvoll weiter, würde ich mal sagen. Diesen Blumenkranz hat mir die Daniela geschickt und der ist natürlich ganz, ganz beeindruckend. Die Daniela hat hier einen Styropor-Rohling genommen, hat den grün angemalt und hat dann jede Menge Blumen, ich weiß nicht, dran geklebt oder gepinnt, vielleicht auch unterschiedlich. Ich möchte auch gar nicht genau gucken, damit hier nichts abfällt. Und es sieht einfach großartig aus. Überall sind Blüten und Zweige und es steht noch ein bisschen ab. Also das ist richtig ganz toll plastisch und einfach ja ein richtig toller Hingucker. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Daniela, für deine Einsendung. Und jetzt kommen wir zur Einsendung Nummer 25 von der Birgit. Und da kommt dann auch das Glückslos nochmal ins Spiel. Das ist die Karte von der Birgit mit Designerpapier im Hintergrund. Ich glaube, die Birgit macht das erste Mal mit, das hatten wir ja ganz, ganz oft schon, dass Teilnehmer, die das erste Mal dabei sind, beim Losglück haben. Immer so, bin ich immer wieder sehr fasziniert. Ja, die Birgit hat Designerpapier im Hintergrund. Ich glaube, das ist zum letzten Jahr. Das war auch ein ganz tolles Papier, passend eben zu dem Gänseblümchen, was hier auch drauf ist, noch mit Kreisen unterlegt. Hier ist das Tüllband noch einmal drum gebunden. Also man hat jede Menge zu gucken. Und was ich sehr schön finde, der Spruch ist hier als Blütenblatt integriert. Thinking of you, my friend. Also der passt sich da super ins Blütengesamtbild ein. Ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr fröhliche, sehr schöne Sommerkarte. Vielen Dank, liebe Birgit, für die Idee. Und die Umschläge machen sich auf den Weg zu dir. So, dann geht es weiter mit der Einsendung Nummer 26 von der Rose. Und die Rose hat ihre Karte in Rottönen gehalten. Lache und die Welt lacht mit dir, steht auf dem Etikett. Und hier sind auch Blumen ausgestanzt und die Stanzteile sind dann mit unterschiedlichen Farben so ein bisschen gewischt und versetzt wieder aufgeklebt, sodass man sowohl die vordere Blüte als eben auch dahinter die Aussparung sieht. Das ist auch ein ganz toller Effekt. Und hier in der Kontrastfarbe, in dem Blau, ist noch ein Schmetterling aufgesetzt in eben Blau und Weiß. Auch da sieht man dann so ein bisschen Blau und so ein bisschen Weiß. Also sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Gestaltung. Vielen Dank, Rose, für deine Idee. Dann kommen wir zur Karte Nummer 27 von der Doreen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Kartenform. Ich weiß gar nicht, ob die Doreen reingeschrieben hat, wie die heißt. Nein. Auf jeden Fall, ja, ist das wie so ein Kameraverschluss. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt, was man alles so basteln kann. Wenn ich hier an der Seite an den Hebel runterziehe, schaut mal, dann geht die Kamera auf und dann kann man den Spruch sehen, wenn Regen kommt, gieß deine Blumen damit. Ja, das Ganze umgesetzt eben in Silber und Weiß macht die Karte natürlich sehr, sehr edel. Und unterschiedliche Lagen sind hier aufgebracht. Naja, das braucht man für den Mechanismus. Und die Papiere sind geprägt. Also die Karte sieht wirklich sehr, sehr elegant aus, sehr edel. Und ist natürlich super spannend mit diesem Verschluss. Vielen Dank, Doreen, für deine Einsendung. Du hast ja auch gefragt, ob ich dazu mal ein Anleitungsvideo machen kann. Naja, mal sehen. Du hast geschrieben, dass du eine französische Anleitung gefunden hast. Also ich bin des Französischen tatsächlich auch nur überhaupt nicht mächtig. Und solche Mechanismen sind mir oft einfach zu frickelig. Da
fehlt mir im Moment so ein bisschen die Zeit, mich damit so intensiv zu befassen. Ich guck mal, also wenn es sich anbietet und mir nochmal über den Weg läuft, vielleicht mache ich das mal. Und ansonsten finde ich, hast du das also wirklich super, super, super umgesetzt. Also trotz des fremdsprachigen Tutorials bin ich sehr beeindruckt. Vielen Dank dafür, Doreen. Dann kommen wir zur Karte Nummer 28 von der Andrea. Und die Andrea hat in der Mitte von der oberen Lage die Blumenwiese ausgestanzt. Die bleibt dann in Weiß stehen. Zum Teil sind hier die Blumen nochmal farbig überlagert, überklebt. Und dann hat man hier diese kleinen Elemente, die so zum Teil ausgestanzt sind. Die kann man ein bisschen nach vorne biegen, wenn man Langeweile hat. Oder man lässt es einfach, weil es dann beim Postversand eh wieder runtergedrückt wird. Auf jeden Fall hat das einen ganz, ganz tollen Effekt, weil man eben diese kleinen Elemente halt auch noch hat, die man sich so anschauen kann. Und das Ganze ist hinterlegt mit Designerpapier, das sieht man in der Mitte und das kommt auch an den Rändern nochmal raus. Das ist, finde ich, sehr schön, der Effekt, dass das halt so ein bisschen noch weitergeht, die Mattung. Und ja, der Spruch, schön, dass es dich gibt, der ist natürlich auch einfach sehr, sehr schön. Vielen Dank, Andrea, für deine Idee. So, dann kommen wir zur Einsendung Nummer 29 von der Ellen. Das sind auch wieder unterschiedliche Karten, die zeige ich jetzt nach und nach. Ach, und guck mal, da haben wir es nochmal in einer anderen Ausfertigung. Das ist eine quadratische Karte und da ist hier vorne dann die Mattung in grün und ist so geschnitten, dass es überall an den Ecken wieder auskommt, ein bisschen asymmetrisch. Und eben wie eben, die Blumen ausgestanzt, hier sind ein paar Glitzerblümchen aufgeklebt und der Schmetterling, der noch am Rand landet. Und dann hat die Ellen noch diese Karte mitgeschickt, die beiden Gänseblümchen und im Hintergrund mit Aquarellstiften koloriert. Und dann noch eine andere Version des Stanzmotivs, finde ich auch spannend. Da sieht man gleich, wie das dann unterschiedlich wirkt, in braun und mit dem Schmetterlingspapier hinterlegt. Ja, vielen Dank, Ellen, für deine Karten. Und dann kommen wir, jetzt kommen die letzten Karten. Zur Einsendung Nummer 30. Das sind gar keine Karten. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und zwar ist das die Einsendung von der Vesna. Und die Vesna hat einmal ein Lesezeichen mitgeschickt. Hallöchen von mir für dich. Und das finde ich auch immer toll. Ja, so andere Kleinigkeiten, die eben keine Karten sein müssen. Wenn man möchte, kann man hier natürlich auch noch einen Gruß aufschreiben. Und ansonsten hat man eben ein sehr schönes, blumiges Lesezeichen. Und dann hat die Vesna noch, ja doch, das ist eigentlich doch eine Karte, aber in einer ganz besonderen Form. Die fand ich auch ganz, ganz toll. Das ist nämlich ja so eine Blumentüte und die kann man aufklappen. Verschlossen ist die mit einem Magneten und wenn man sie dann aufmacht, dann kann man hier innen oder auch hinten noch einen Text aufschreiben. Schön finde ich diesen umlaufenden Text. Diese Blumen blühen nur für dich und innen drin sind dann noch die Geburtstagsgrüße. Herzlichen Glückwunsch für jemand Besonderen. Ja, und wenn man es zumacht, hat man halt überall diesen gestempelten Rand, der das nochmal betont, ja, dass das Papier halt so umeinander geknickt wird. Ja, ein ganz toller Effekt. Eine sehr, sehr schöne Kartenform. Vielen Dank, Vesna, dafür. Dann kommt die Karte Nummer 31. Wir haben jetzt die letzten Karten. Und die Karte kommt von der Heike. Und die Heike hat Blumen in Lila gestempelt und embossed. Die sind hier, die obere Lage ist aus Pergamentpapier. Die Blumen sind zum Teil hinter dem Pergamentpapier gestempelt und auf das Papier embossed. Und dadurch bekommt man diese unterschiedlichen Farbnuancen. Das ist also auch eine tolle Möglichkeit, die gleiche Farbe in unterschiedlichen Schattierungen eben darzustellen. Dann läuft noch ein Band durch die Lagen und mach mal Pause, steht da, ja. Ich glaube, im Moment können das einige auch gut gebrauchen, die halt gerade sehr, sehr viel zu tun haben. Die Pergamentpapierlage, die ist ja noch mit Gold besprenkelt, vielleicht siehst du das. Und passend dazu sind hier noch die beiden goldfarbenen Schmetterlinge. Eine sehr schöne Idee. Vielen Dank, Heike, dafür. So, die vorletzte Karte, Nummer 32, kommt von der Renate.
Und die Renate, ja, hat eine Karte so im rustikalen Landhausstil gemacht. Sehr schön finde ich die mit dem karierten Papier im Hintergrund und dann auch den kleinen Sonnenblumen, die ja mit den Zweigen da im Vordergrund sind, das Band, was da noch rumläuft und der Hintergrundstempel, ich glaube, das ist der Birch, der jetzt aber auch ausläuft, meine ich, der dann nochmal wirklich so einen ganz tollen Hintergrund gibt. Der ist nicht aufdringlich, aber man hat halt ein bisschen Farbe. Also die gefällt mir von der Gestaltung sehr, sehr gut. Die Farben passen einfach natürlich toll zusammen. Das Farngrün zusammen mit dem, ich glaube, das ist das Babyblau und eben den gelben Blüten mitten. Ganz toll. Vielen Dank für die Karte, liebe Renate. Und dann kommen wir zur letzten Einsendung. Die kommt von der Brigitte. Und die Brigitte hat auch, wie wir das schon gesehen haben, die Mohnblüten benutzt und hat hier unterschiedliche Mohnblüten gestempelt, auch eine in Pergamentpapier dann noch davor gesetzt. Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Ich glaube, das sind vielleicht unterschiedliche Rottöne oder unterschiedlich oft gestempelt. Auf jeden Fall wirken die also ganz, ganz plastisch. Ja, wenn liebe Gedanken heilen könnten, würde es dir schon besser gehen. Das finde ich auch eine ganz tolle Karte zur Genesung. Und hier sind auch noch einige so Metallic-Sprenkler drauf. Sehr schön. Innen hat man auch noch mal die beiden Mohnblüten. Eine tolle Kartengestaltung. Vielen Dank, liebe Brigitte, für deine Einsendung. So, das waren die Karten. Jede Menge wieder diesen Monat. Und ich finde ganz, ganz tolle, blumige Ideen dabei. Ja, dann kommen wir zum nächsten Monat. Für den Juni habe ich mir als Thema Knöpfe ausgesucht. Ich glaube, das hatten wir noch nie, oder? Ja, und du kannst dir also überlegen, ob das Knöpfe, ob du irgendwie eine Bluse hast, die du sowieso nicht mehr anziehst und du da die Knöpfe mal abtrennst oder aus der Knopfkiste welche nimmst oder ob du die Knöpfe ausstanzt, gibt da ja auch Stanzformen für, oder malst oder sonst wie gestaltest, bleibt ganz dir überlassen. Hauptsache, es sollte irgendwas mit Knöpfen zu tun haben. Du hast den ganzen Juni Zeit, der Einsendeschluss ist Dienstag, der 30. Juni. Und zu gewinnen gibt es diesmal ein Paket von den Memories and More Cards, Erinnerungen und mehr, und zwar Magnolienweg. Ja, die laufen jetzt ja auch mit aus. Ich weiß gar nicht, ob die nicht auch schon ausverkauft sind. Hier sind auf jeden Fall Karten in unterschiedlichen Größen drin, größere, kleinere, zum Teil mit Sprüchen oder auch nur mit Bildern. Und die kann man ganz toll in der Albumgestaltung oder auch eben beim Kartenbasteln mitverwenden. Und ja, die Magnolienmotive sind einfach richtig schön. Okay, also das gibt es dann zu gewinnen und ich freue mich schon sehr auf eure Knopfideen. Also, bis dahin. Tschüss.